Anonym. So? Anonym hat er sich angesagt? Gnädige Frau Josefa Maria Vogelhuber, gebürtige Steinlechner. Bis in den Tod hätte kein Sterbenswerkerl Wörterl über meine Lippen dringen sollen. Aber wenn die gnädige Frau meine Rosen druckt, nur weil es glaubt, von dem Dr. Siedler sind's, da freut mich das ganze Familienleben nicht mehr. Da pfeife ich drauf. Der Traumvater. Was? Sie, Leopold? Sie schicken mir jeden Tag rote Rosen und unterschreiben mit dein Schnucki? Jawohl, der Schnucki, das bin ich. Ah, da muss ich aber schon sehr bitten. Da freut mich das ganze Geschnuckel nicht mehr. Da pfeife ich auch drauf. Ach, der Dampfer, Frau Peppi, muss ich nicht. Ruhig jetzt. Ach, immer wenn ich was sagen will, kommt der verdammte Dampfer. Wo sind denn die Kölner? Kölner! Bitte. Von gestern sind noch 6 Portionen Paprika-Händel über. Die müssen weg. Ja. Im ersten Hunger frisst die Bagage sowieso alles zusammen. Also bitte, schreib schnell auf. 6 Portionen. Bitte greife nicht mehr da drüber. 6 Portionen. Nee. Portionen, die Ohnen. Die Portionen halt. Die 6 Portionen, die müssen weg. Weg. Die müssen unbedingt verkauft werden. Bebicken schon, gell? Bebicken schon. Bevor es schwingert werden. Aber die schreibe ich nicht dazu, gell? Hab's euch. Hab's euch. Geht aus, die Buben, hast du die Buben. Nehmen wir, nehmen wir. Ach so, ja. Ein Zimmer im Haupthaus oder in der Dépendance? Das ist uns ganz gleich. Wünschen die Herrschaften vielleicht ein Zimmer mit Blick auf den See? Das ist uns ganz gleich. Na, wünschen die Herrschaften vielleicht noch zu speisen? Das ist uns ganz gleich. Ah, das ist gut. Paprika-Händel für die Herrschaften! Zweimal Paprika-Händel für die Herrschaften, Zimmer 36, ja? Bitte sehr. Oi, da fällt mir ein. Zimmer 36 ist ja einbettig. Einbettig? Das ist uns ganz gleich. Na, das sind vielleicht merkwürdige Gäste. Aber Frau Chefin, das sind doch Hochzeitsreisende. Können die überhaupt nur ein Zimmer kriegen? Na ja, der Herr Dr. Siedler ist ja mit dem Dampfer nicht angekommen. Na, dann kommt er eben mit dem zweiten Schiff am Abend. Das Balkonzimmer Nummer 4 bleibt für ihn auf alle Fälle reserviert. Sagen Sie, wer hat hier zu bestimmen? Sie oder ich? Das ist uns ganz gleich.